Ja, wenn das Bootsticket ausläuft am Nordmeer, dann kann man sich noch mal schnell an Land retten, wenn man es noch kann und rechtzeitig plant. Das heißt also, wenn man sieht, das Bootsticket ist kurz vorm Auslaufen, dann vielleicht noch mal schnell an einen Landspot brettern und dort versuchen, noch mal schön auf entspannten Büschen Silber zu machen. Also, nach dem Bootsticket und ich habe heute wieder ein bisschen rumgetestet. Ja, dann wird es doch auch mal Zeit, mal nach langer Zeit wieder die Landspots zu testen. Wir waren heute im Stream auch unterwegs hier am Nordmeer und zwar auf Grund mal wieder richtig schön Grundangeln gemacht. Und ja, jetzt nach der letzten Bootstour sozusagen geht es jetzt hier nochmal an einen Landspot. Ich habe jetzt hier die gesamte Kante schon so mehr oder weniger abgetestet, immer mal wieder geworfen und probiert und probiert und probiert. Und die letzten Bisse, die halt reingegangen sind, waren weiter vorne in dem Bereich hier. Da waren dann eher die Schollen unterwegs und dann viele Seeskorpione. Und jetzt so langsam kristallisiert sich raus immer mehr und immer mehr und immer mehr Makrelen. Jede Menge Makrelen und eben auch einige dabei, die schon recht groß sind. Hier zum Beispiel 1,555 Kilo, 700 Gramm. Natürlich auch mal was Kleines hier mit dabei. Aber im Großen und Ganzen sieht das doch schon ganz vernünftig aus. Und ich versuche es hier eben gerade noch so ein bisschen mehr rauszukriegen, in welchem Bereich die sind. Denn ich kann mir auch gut vorstellen, dass man das natürlich noch besser vom Boot aus dann probieren könnte, wenn man sich dann einfach hier hinstellt und dann locker runterlässt in diesem Bereich und dann ja vom Boot aus einfach auf Makrele angelt, wie man das halt so kennt. Dann muss man nämlich gar nicht erst so weit auswerfen, denn das ist ja das, was auch immer noch ein bisschen Zeit benötigt. Ja, das Wichtigste, Makrele, werde ich halt einfach mal hellhörig, denn Makrele bringt halt richtig Cash. Richtig Cash zum einen, richtig gut XP und Makrele ist immer wieder ideal, um eben auch Prozente zu machen. Also, wenn du noch Prozente brauchst fürs Nordmeerangeln, dann ist das halt super essentiell. Und das Schöne ist, im Idealfall fängt man die Makrele auch relativ flach. Also in der Regel so zwischen, ich sag mal, 5 und vielleicht 20 Meter, 25 Meter. Das heißt, man wirft locker aus, lässt direkt runter und naja, nach nicht allzu langer Zeit hat man dann eben schon den Biss. Was halt ganz interessant ist hier, es sind die kleinen Köder. Wir gucken uns das gleich auch natürlich nochmal an vom Setup her, welche Köder da ganz gut funktioniert haben. Und ja, von der Position her, das zeige ich natürlich auch eben. Manche sehen es vielleicht auch schon. Da hinten ist der Wasserfall, da hinten ist so ein kleines Zelt. Ja, heißt also, ich bin hier im zweiten Seitenarm vom Fjord, wo ich auch vor Monaten schon mehrfach unterwegs war, um hier einfach schön auf entspannt immer zu testen. Denn, wie auch schon mehrfach gesagt, dieser Druck im Nacken, dass man diese Bootstickets die ganze Zeit verbraucht und das kostet ja auch Silber und so weiter, ach, das schmeckt ja nicht so, ne? Na, gucke mal, den nehmen wir doch auch gerne mit. Sternrochen mit 3 Kilo. Das ist aber auch sehr angenehm. Ich werfe mal nicht ganz so weit raus hier. Knapp auf 40 Meter. Also von der Position her, da ist es. Hier im zweiten Seitenarm eben hier rausfahren und dahin. Oder eben von der Tour, vom Schleppen, vielleicht hier im Fjord. Auch hier gerade dieses Riff auf 5 Meter Tiefe lohnt sich immer wieder. Und ich lande ungefähr in dieser Area, ne? Also auf 40 Meter raus. Ich überprüfe das gerade nochmal eben mit dem Entfernungstool. Wenn ich das jetzt so überprüfe auf 40, 50 Meter, genau an der Stelle, wo ich hier bin. Ja, also wir landen ziemlich genau hier in diesem Bereich. Näher ranzoomen kann ich gerade nicht. Also das ist das Nächste in diesem etwas dunkleren Bereich. Das heißt, wenn man mit dem Boot hier hinfährt, quasi von dem dunkleren in das mitteldunkelblaue und dann kommt ja hier das helle und dann wird er ja noch mal heller ganz am Rand. Aber wie gesagt, hier in der Area sollte das auch ungefähr passen. Zack, schon wieder Biss. Und dann dort eben reingehen. Und das Setup zeige ich jetzt natürlich auch noch, womit ich hier gerade unterwegs bin. Und dann gucken wir uns auch im Detail an,
welcher denn von diesen Ködern jetzt hier möglicherweise der ergiebigste war. Denn das ist natürlich auch wichtig, welcher der Köder hier der interessanteste ist für die Makrele. Nächster schöner Brocken, 1,4 Kilo. Also kann sich richtig gut sehen lassen, macht immer wieder Bock. Wie gesagt, Makrele lohnt sich einfach. Lohnt sich einfach, richtig gutes Dingen. So, wir gucken mal eben rein. So sieht das Setup aus. Ich bin hier gerade unterwegs mit dem Lurker 101. Hat vor ein paar Tagen auch schon ganz gut funktioniert. Selbst vom Hafen aus, da an den drei, vier Stellen, die man da gut befischen kann vom Land aus, hat das ganz gut geklappt. Dann habe ich hier jetzt komplett alles nochmal umgestellt auf diese drei Octopus. Also Colored Octopus in verschiedenen Farben. Und ich glaube, man sieht es auch so ein bisschen. Ich denke mal, dass hier der blaue am besten funktionieren wird. Und theoretisch müsste ich ja, ja normalerweise macht man diese Kontrolle halt deutlich schneller. Ich habe halt jetzt verschiedene Stellen erstmal getestet und war auch jetzt nicht gezielt auf Makrele aus, sondern auf alles, was reingeht. Und jetzt überprüfen wir gleich nochmal, ob eben hier der 9er Octopus 09, ob der hier wirklich am effektivsten ist. Hier nochmal so ein bisschen langziehen. Und jetzt gucken wir gerade nochmal eben rein. Och, da haben wir schon direkt wieder was dran. Wenn das denn so ist, dann baue ich einfach gleich komplett alles um auf diesen blauen. Vielleicht dann auch sogar noch direkt den Pilker auch direkt auf blau. Und dann gehen wir hier einfach mal komplett blau rein. Vielleicht ist ja die Woche blau angesagt als Trendfarbe am Meer. Na, so, warte mal. Wo haben wir denn den Kescher jetzt hier? Da ist der Kescher. Makrele. Und nach Gewicht wollen wir sie sortieren. 05er auf dem größten. 05er auf dem größten. 09er. Und 09er. Also da haben wir zumindest schon mal zwei Farben. Wieder der 9er. Wieder der 5er. Wieder der 5er. Den hatten wir ausgelassen. Hier auf dem Maggot. Okay. 8er mal. Das war von vorhin noch. Seeringelwurm über eine Stunde her. 09er. Und 05er. Also 5er und 9er würde ich sagen, das sind hier jetzt die beiden relevanten. 5er und 9er. Heißt also, den 8er machen wir weg. Und ich gehe hier auf den Octopus. Hier ist er nochmal. Das sind die kleinen hier nur in Blau mit Blau. So, dann haben wir hier das einmal im Wechsel. Und auch hier ändere ich das gerade nochmal auf den Lurker. Ich bleibe einfach mal auf den. Oder soll man den hier nehmen? Der ging auch mal ganz gut für Makrele. Ich teste auch mal den. Und ja, mache hier einen 6er Haken mal ein bisschen übertrieben rein. Und haben wir hier nicht auch noch, genau, das blaue. Kriege ich das gewichtsmäßig hin? 9er. Ja, kriegen wir. Also wir sind hier doch schon relativ blau jetzt unterwegs. Und da also deswegen direkt wieder raus. Einmal schwarz mit dabei. Der Rest ist komplett auf blau. Und zack, im Absinken schon direkt der Biss. Das ist schon mal ein sehr, sehr, sehr gutes Zeichen, wenn das so funktioniert. Ja, so ist das natürlich richtig angenehm. Natürlich kann man das auch testen, wenn man eben hier noch nicht so weit ist, dass man die Beifänger hat. Dann, wie gesagt, entweder mit Jig direkt hier drauf oder eben mit den blauen Lurkern hier in dem Bereich testen. Oder eben auch ganz, ganz anders reingehen. Also durchaus einfach auch mal, wie gesagt, mit blauen Pilkern oder dann eben mit blauen Gummifischen, wenn man mit der Jig-Montage unterwegs ist. Auch das hat immer wieder gut funktioniert. Es gibt schon zwei, drei Videos auch auf dem Kanal zu dieser Stelle. Das heißt also, wenn man hier irgendwo in diesem Bereich anlandet, kann man bis hierhin laufen. Hier gibt es zwischendurch mal eine kleine Engstelle, einen kleinen Engpass. Sieht man den von hier? Ja, ich glaube, das hier ist es. Ich zoome da mal hin. Hier kann man oben nicht drüber laufen. Da muss man sich so ein bisschen durch das Wasser bewegen. Oder man hat gerade Ebbe, dann geht das natürlich auch ganz gut. Zack, nächster Brocken. Richtig schön.
Dann kann man natürlich bei Ebbe deutlich leichter durchlaufen. Ansonsten immer hier versuchen, wenn die Flut gerade ist, immer so zur Felswand oder hier zur Steilküste hinlaufen und immer so ein bisschen vorversuchen, vorzuschleichen durchs Wasser hier unten durch. Das funktioniert. Man wird dann nicht irgendwie zurückgesetzt, also ruhig versuchen, da durchzugehen und immer so ein bisschen halt Richtung Wand laufen. Man kommt da halt durch. Also ich hatte das gerade auch gemacht, da war auf einmal hier wieder Flut und ja, bevor ich dann jetzt eben die ganze Zeit nur hier vorne in diesem Bereich rumhantiere, war auch nicht schlecht. Ich habe auch ein bisschen hier auf Grund probiert, mit den Grundrouten hier nochmal in Richtung 90 Meter Loch geworfen, war allerdings nicht so ergiebig, vor allem von der Frequenz her viel zu gering und dann auch noch diese lange Absinkphase. Nicht so ganz ergiebig. Vor ein paar Tagen hatte ich schon mal hier probiert mit Grund. Da waren mir zu viele Seeskorpione. Auch das werde ich nochmal testen, ob hier nicht vielleicht auch in der Area sowas reingeht, wie zum Beispiel, ja, jetzt vielleicht der Sternrochen oder natürlich auch die Krebse. Die waren hier auch gerne mal dabei und die gingen auch mal eine ganze Zeit lang ganz gut hier in der Area auf Jig, also Meeresjig oder eben auch mit den Pilkern, mit den Beifängern. Ja, wird auch in den vorherigen Videos zu dem Spot oder zu diesen Spots immer wieder gesagt. Verschiedene Köder ausprobieren, vielleicht einfach mal reingucken in die Videos. In der Playlist Nordmeer sind die mit drin oder einfach unter Angeln vom Land aus oder so. Da wird da immer irgendwie was in dem Bereich beschrieben. Also es gibt mehrere Videos, wo man eben entspannt ohne Zeitdruck vom Land aus quasi angeln kann. Oh, 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 oh. Eine Klische auch noch hier mit 2,5 fast. Oha, die suche ich natürlich auch. Auf 9er auch. Das ist natürlich sensationell. Jetzt bin ich ja noch angespornter und werde hier noch länger rumprobieren und noch weiter testen und noch mal gucken, dass sich das hier lohnt. Also ran hier. Das sieht ganz vernünftig aus. Wenn ich mir das jetzt hier angucke, knapp eine Stunde, nehmen wir mal hier von 55 ungefähr, kann ich das eben markieren. So, kriegen wir das eben markiert von da bis da. Nee, Anzahl ist gar nicht jetzt drin. Wir haben hier 6, 12, 18 und hier nochmal 2, 3, 4, 5, sind wir bei 30. Ja, ein bisschen mehr jetzt, 35, hoppala, next, 35 Fische, also da geht noch was und ich glaube, ich würde es am ehesten jetzt mit dem Boot probieren, mit dem Boot hier hinfahren, rumprobieren, testen, testen, testen auf die Makrelen mit blauen Ködern und wenn das Bootsticket ausläuft, einfach hier ranfahren ans Ufer, aussteigen und dann hier noch die Zeit weiter nutzen ohne Bootsticket. Heißt also mit einem Bootsticket von einer Stunde zusehen, was hier geht. Und danach den Kescher richtig voll machen vom Land aus. Petri Lümmels, wenn es geholfen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren hilft mir. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream. Montags, Mittwochs und Freitags immer Russian Fishing 4 ab 19 Uhr live auf YouTube und auf Twitch. Bis dahin.